Schon wieder so spät. Es ist schon wieder so weit. Fit mit Musik online. Heute hat mich die E-Mail erreicht von Reinhard E. Er wünscht sich ein Blockflöten-Special. Wir starten erstmal mit einer bereits bekannten Übung, mit der Lippenbremse. Die Lippenbremse kennt ihr noch von der Lampenfieber-Folge. Ich habe diese Übung nochmals ausgewählt, weil ihr bei der Lippenbremse die optimale Luftführung habt für die Blockflöte. Wir stellen uns dafür hüftbreit, die Knie werden gebeugt. Ihr dürft gerne die Hände auf den Bauchraum legen, denn es ist wichtig, dass ihr wirklich in den Bauch atmet und nicht oberflächlich. Wir atmen nun tief durch die Nase ein. Und dann strömt die Luft ganz langsam mit schmal geöffneten Lippen aus der Lunge. So wie wenn ihr eine Kerze auspusten würdet. Das wiederholen wir nochmal. Vorteil bei dieser Übung ist auch, dass dabei die Bronchiolen, also die kleinen Lungenbläschen, erweitert werden. Also habt ihr eine umso bessere Lungenkapazität. Wir machen nun weiter mit Fingergymnastikübungen für die Koordination, denn ihr habt schnelle Fingerabfolgen. Zunächst die Fingerwanderung, Daumen und Zeigefinger aufeinanderlegen, sodass ein Rechteck gebildet wird. Jetzt wandern wir viermal abwärts und viermal hoch. Wir könnten das jetzt auch variieren, indem wir nicht nur Daumen und Zeigefinger nehmen, sondern jetzt wandern wir mal zum Mittelfinger, zum Ringfinger und zum kleinen Finger. Spitze. Weiter geht's mit einer Betübung, Fingergymnastik beten. Wir verschränken die Arme zum Betgriff vorne und hinten, immer im Wechsel, dazwischen die Finger weit spreizen. Spitze, genauso. Okay, auch hier eine Variation. Wir verschränken jetzt nur Finger für Finger, also beginnend beide Zeigefinger. Ich zeige es mal von der Seite, dann beide Mittelfinger, Ringfinger, kleine Finger und dann wieder zurück. Und die Daumen noch. Sehr schön. Gut, wir machen weiter mit einer Übung zur Kräftigung, denn die Blockflöte muss man halten, deshalb brauchen wir Kräftigung in Armen, Händen, Schultergürtel, Brustbereich, oberer Rückenbereich. Dazu nehme ich mir den Flexibar zur Hand. Ich habe mich nämlich zurückerinnert, mit dem Flexibar gibt es eine schöne Übung, die sich sogar Blockflöte nennt. Wir stellen uns breit in die Grätsche, beide Knie werden gebeugt. Das Becken zeigt in Äquatorstellung. Wir sind locker im Schultergürtel und jetzt dürft ihr mal beginnen, den Flexibar vor und zurück zu schwingen. Dabei wird der Bauch angespannt, die Rückenmuskulatur. Ruhig und entspannt weiteratmen. Die Bewegung geht durch den ganzen Körper durch. Sukzessive den Stab schwingen. Der Flexibar ist ein tolles Trainingsgerät, denn er trainiert vor allem den Schultergürtel, Arme und Hände, alles wichtige Musikermuskeln und er geht auf die Tiefenmuskulatur. Den gibt es auch manchmal günstig im Supermarkt für 15 oder 20 Euro zu kaufen, würde ich euch mal empfehlen. Wir schwingen so ungefähr 60 Sekunden lang, wiederholen danach noch ein zweites Mal, das spare ich mir jetzt an dieser Stelle. Wer jetzt sagt, ich möchte mir keinen Flexibar anschaffen und habe auch zufällig keinen zu Hause, der könnte auch einfach nochmal die Übung Beten ausführen, die ihr bereits kennt aus der ersten Folge oder den Schulterzug. Schaut einfach nochmal im anderen Video nach. Genauso wie für die Fingerkoordination könntet ihr auch nochmal anstatt der Fingerwanderung die Pistole durchführen. Oder aus der Gitarrenfolge W und V. Schaut einfach nochmal rein. So, wir kreisen zum Schluss unsere Schultern rückwärts und lockern unseren Schultergürtel aus. Gleichzeitig entspannen wir auch den Hals-Nacken-Bereich. Bevorzugt kreisen wir rückwärts, denn hier vorne in dieser Haltung sind wir sowieso schon.
Gut, wir kommen schon zur letzten Übung. Reinhard E. bat mich um eine Übung, um die Rhythmisierung zu üben. Deshalb nehme ich mir nun das Metronom zur Hand. Ich habe hier eingestellt 84 Geschwindigkeiten an Ventino, langsame Viertel. Wir sprechen die Viertel nach und dies auf ein Du. Du, 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 du. Und wie bei jeder Atem- und Stimmübung macht man sich da auch ein bisschen zum Affen, aber das gehört einfach dazu. Wir werden ein bisschen schneller. Wir nehmen Achtel und Sechzehntel. Du, 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 du. Anstatt den Du könntet ihr jetzt auch mit der Atmung arbeiten, zum Beispiel mit einem Sch oder einem und so weiter. Super. Und dann kommt schon das Schlusssignal, die Glocke bimmelt. Wir sind nämlich wieder fertig für heute. Ich bedanke mich fürs Mitmachen. Nächsten Monat sehen wir uns wieder mit einem Kontrabass-Special. Ich freue mich auf euch. Klickt wieder rein. Bis dahin. Ciao.